Wie sieht die ideale Schule aus, wo Kind und Jugendliche auf ein Leben und nicht auf das Berufsleben vorbereitet? Das Beispiel aus dem SRF-Doc-Film Bratsch, ein Dorf macht Schule, von Norbert Wittmer zeigt, dass Inklusion und bedürfnisorientierte Schule keine Illusionen sind. Über den Film und die Schule in der Mitte der Gesellschaft, wo generationenübergreifendes Lernen zum Nutzen von allen Beteiligten ist, reden wir heute. Hoi, Stefan. Das ist der Podcast «Raised with Love». Sind ihr Eltern, Grosseltern, werdende Eltern, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kinder, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kählin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie, und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host. Hallo, Martina. Der Damian Gsponer, der Initiant und Schulleiter, informiert am Anfang von dem Film die Einheimischen über sein Konzept. Und da erzählt er, dass in dieser Schule, die er plant, dass es dort vier Sachen nicht gibt. Und zwar Noten, Fächer, Unterricht und Belohnung, Bestrafung. Und das sind ja eigentlich so die vier Sachen, die aus Sicht von manchem Laien genau eine Schule ausmachen in der heutigen Zeit. Und ich würde unser Gespräch gerne an diesen vier Themen orientieren und mal schauen, ob das, was wir da gesehen haben, im Credo von Damian Gsponer entspricht und was es für den Schulalltag und die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Allerdings möchte ich es in einer anderen Reihenfolge machen, es wäre ja nicht ich, gell? Ich würde gerne anfangen mit kein Unterricht. Stimmt das? Findet in dieser Schule kein Unterricht statt? Wie hast du das empfunden? Was ist die Definition von Unterricht? Wie nennt man das, was sie in Bratsch machen, zum Lernen? Ja, also die Frage, die würde ich eigentlich gerade zurückgeben, oder? Was verstehen wir unter Unterricht? Was verstehst du unter Unterricht? Es ist ein Vermitteln von Wissen und es gibt verschiedene Formen. Also es gibt Frontalunterricht, wo die Lehrer vorsteht und irgendetwas macht. Oder es gibt irgendwie einen praxisorientierten, also du, jetzt überraschst du mich, gell? Wir haben das nicht vorbereitet, einen praxisorientierten, wo man alle um den Tisch steht, irgendetwas segelt oder irgendetwas macht, einen Kuchen backt. Aber immer ein Vermitteln von Wissen, wo die Schüler nicht haben. Das ist für mich Unterricht. Also, es hat nichts eigentlich damit zu tun, dass jemand vorsteht an einer schwarzen Tafel und etwas schreibt und die anderen müssen es einfach abschreiben. Und darum frage ich eben, ist denn das, was sie machen, nennt man denn das nicht Unterricht? Ja, klar. Oder für mich bedeutet Unterricht, dass jemand quasi Wissen vermittelt, oder? Also, eine Lehrperson unterrichtet Schüler. Das heisst, die Lehrperson hat quasi das Wissen und unterrichtet die Schüler in dem Wissen. Und so gesehen, finde ich, ist das kein Unterricht. Natürlich, also, sieht man in dieser Doc gar nicht davon aus, nicht den kompletten Schulalltag. Also, ich habe schon auch noch zwei, drei Fragen, die ich gerne geklärt hätte nach dem Doc. Aber Unterricht im klassischen Sinn findet dort, glaube ich, wirklich nicht statt. Die Kinder lernen schon etwas, aber entweder bringen sie sich das selber oder gegenseitig bei. Aber es ist nicht eine Autorität, die voneinander steht und sagt, ich sage euch jetzt, wie es ist und, und ich bringe euch jetzt das Wissen, sondern es ist eine viel organischere Geschichte, wie sich die Kinder das Wissen aneignen. Okay, aber also jetzt mal unter uns, Stefan. C-Ö-R-I-S-O-C-E ist Currysoße, gemäss dem Matteo. Und das ist ja putzig, weil der Matteo ist einer von vier Protagonisten. Er nervt, man liebt ihn, er ist extrem wichtig für die Schule, für den Film. Ich habe ihn extrem ins Herz geschlossen, aber so schreibt er Currysoße mit 18 und das ist herzig. Ist es mit 18 immer noch herzig? Nein, die Frage ist ja, schreibt das mit 18 noch so? Ich würde wahrscheinlich vermuten nicht. Weil, und da sieht man ja, da können wir über den Sinn und Unsinn von lautgetreuem Schreiben, da gibt's ganze Abhandlungen. Es ist nun halt mal so, dass heute in vielen Schulen das so gelehrt wird am Anfang, oder? Wir haben es anders gelehrt, wir sind von Anfang an korrigiert worden. Da kann man darüber streiten, da gibt's Plus und Minus auf beiden Seiten. Aber entscheidend für mich ist ja das, er hat Currysoße so geschrieben, sie haben es im Online-Shop gesucht und nicht gefunden.
Was ist halt die Quintessenz aus dem Ganzen? Currysoße kann man oft, entweder gibt's die nicht in dem Webshop, oder sie gehen nachher zum Lehrer oder zu jemand anderem und sagen, die Currysoße gibt's dort nicht. Und wenn die Person sagt, doch, da bin ich ziemlich sicher, dass es das gibt, an was könnte es liegen, dass sie die nicht gefunden haben, wird er irgendwann darauf kommen, dass Currysoße wahrscheinlich falsch geschrieben ist. Also das heisst, er hat dann eigentlich schon intrinsische Motivation herauszufinden, wie man Currysoße richtig schreibt, nämlich damit das halt kann bestellen in dem Online-Shop. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man einfach sagt, Currysoße ist ein paar falsch geschrieben, es muss anders schreiben. Okay, aber dazu kommen wir jetzt zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist, ja, im Lauf vom Leben, wenn er mal eine Go-at-Home-Bestellung muss machen, das haben sie ja wollen für das Lager, und dann eben die Soße nicht findet, oder Pulle, P-U-L-L-E, haben sie auch nicht gefunden, ja, da kommen jetzt vielleicht drauf. Volle Pulle nicht gefunden, ja. Das ist das eine, da kann man sagen, ja gut, also bis er dann mal 15 ist und vielleicht wirklich muss wissen, weil es sonst peinlich wird, lernen sie es. Wir sind ziemlich sicher. Das andere ist ja aber auch, und da gibt's Stimmen, die sagen, hey, heute muss man das alles gar nicht mehr können. Es gibt eine Autokorrektur, es gibt Chat-GPT, es gibt andere Kompetenzen, die wichtiger sind als Rechtschreibung. Weil wir haben all die Helferlein. Was ist da deine Haltung? Ja, also definitiv gibt es wichtigere Kompetenzen als Rechtschreibung. Da bin ich voll einverstanden. Aber, also, und da sind wir ja dann wieder bei den exekutiven Funktionen, die an dieser Schule exemplarisch gut trainiert werden. Und trotzdem, wenn du halt dann nicht kannst auf die Technologie zurückgreifen, macht es schon noch Sinn, wenn man einigermaßen gerade kann schreiben und nicht allzu viele Fehler macht. Aber ja, da hat es massive Fortschritte gegeben. Ich meine, in der Zeit, wo wir in der Schule sind, hat es kein Rechtschreibprogramm gegeben. Das heisst, du hast müssen jedes Wort mühsam im Duden nachlesen und raussuchen. Und das haben wir ja in der Primarschule auch gemacht. Ich meine, wir haben einen Wettbewerb gehabt, wer das Wort, ich weiss nicht, welches Wort kommt nach dem Wort Frühstück im Duden und dann acht und fertig los und wer es als erstes gehabt, oder? Also, ja, einverstanden. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, einfach, dass wir heute in einer so komplexen Welt leben, dass du so viele verschiedene Kompetenzen musst haben. Du kannst nicht alle gleich fördern. Und dann muss man sich fragen, welche machen mehr Sinn und welche kann man anderweitig kompensieren. Aber die exekutiven Funktionen kannst du nicht anderweitig kompensieren. Die musst du können, oder? Rechtschreibung ist etwas, was du eher nachher kompensieren kannst. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, das gehört in ein Curriculum in der Schule. Ich weiss noch, wo wir uns kennengelernt haben, wir sind beides Blogger. Wir haben uns über diese Szene kennengelernt. Genau, war schon lange nicht mehr. Und da hast du mir mal gesagt, es sei dir extrem wichtig, dass jemand gut schreiben kann, gell? Habe ich das gesagt? Ja, das war auch in einer anderen Zeit. Einfach, gell? Also, wir reden jetzt einfach davon, genau, gut, okay. Vor allem, auch nicht 15, 20 Jahre. Nein, aber so. Es ist eine andere Zeit gewesen. Nein, du hast recht. Also, die Sprache ist mir wirklich sehr wichtig. Es ist ja auch, abgesehen davon, in meinem Beruf, eigentlich mein stärkstes Werkzeug. Ich kann fast nichts anderes als meine Sprache. Und, weil ich die Sprache so liebe und weil ich die ganze Zeit mit der Sprache arbeite, ist mir natürlich auch die wichtige Sprache. Die schriftliche Sprache wichtig. Das ist so. Aber eben, die Welt ist heute eine andere. Und wenn heute Kinder in der Schule Mühe haben mit der Rechtschreibung und man vielleicht einen Nachteilsausgleich macht oder so, bin ich der Erste, der sagt, dann lasst euch die am Computer schreiben. Hauptsache, sie schreiben und gehen mit Sprache um, statt dass man auf die Perfektion drückt. Weil so frustrierst du ja die Kinder nur. Wichtig ist, dass sie einen spielerischen Umgang lernen mit der Sprache, keine Angst haben vor Sprache und nicht gewisse Sachen anfangen zu vermeiden. Wegen dem. Und dann ist es mir lieber, sie haben das Rechtschreibprogramm zur Verfügung, aber schreiben kreative Texte, als dass sie das Thema komplett meiden, oder? Würdest denn du sagen, also eben der eine Punkt, kein Unterricht, dass sie sich wirklich daran halten, findet in dieser Schule in Bratsch unter der Leitung von Damian Gsponer kein Unterricht statt? So wie man das versteht, wenn er sagt, es findet kein Unterricht statt. Also ich kann es nicht abschliessend beurteilen, weil ich nicht mal eine Woche lang dort auf Schulbesuch gewesen bin. Aber wenn das repräsentativ ist, was man im Film sieht, dann findet dort kein Unterricht statt. Ja. Oder in einer sehr marginalen Form. Es gibt ja so Sequenzen, wo sie alle zusammensitzen. Aber es sind eigentlich mehr Gespräche und nicht das klassische Vermitteln von Wissen. Also, oder die Kinder müssen ja sich das Wissen schon aneignen. Also, wenn sie gehen messen draussen und nachher die Quadratmeter berechnen, etc. Irgendjemand muss ihnen ja dann schon sagen, wie man das berechnet.
aber es kommt aus einem anderen Aspekt raus, nämlich nicht, jetzt ist Montagmorgen um 8 Uhr und auf dem Stundenplan steht Mathe, also machen wir jetzt Mathe und das Thema ist Einführung in die Raumberechnung oder in die Flächenberechnung, sondern man macht Mathe und den Input dann, wenn er benötigt wird und Sinn macht. Und ja, dort findet sicher, ich sage mal, in Teilen wahrscheinlich gleich Unterricht statt, weil jemand muss ihnen ja sagen, dass man die Fläche von einem Rechteck berechnet, indem man die beiden Seiten miteinander multipliziert. Aber das ist nicht Aufbau wie heute, Einführung ins Thema, dann Übungen lösen, Aufzüge dazu, sondern man führt das in dem Moment ein, wo es benötigt wird. Du hast jetzt gerade etwas gesagt, und zwar, eben, man geht nicht am Montagmorgen um 8 Uhr und dann kommt das erste Mal, gibt's eine Mathe-Stunde für alle. Sondern, und das ist das nächste Credo auch, es gibt keine Fächer. Das heisst, ja, sie bauen einen Hühnerstall oder sie bauen einen Spielplatz und das ist so ganzheitlich, dass man kann sagen, ja, da kommt Mathe drin vor, man bestellt Sachen, da muss man können schreiben, man muss sich können verständigen. Ich habe das verstanden und es ist wunderschön zum Zuschauen, aber, und jetzt kommt mein Aber, wenn ein Kind eine weiterführende Schule möchte machen und es hat ja von diesen vier Kindern, die porträtiert worden ist, eins gegeben, das ins Kollegium, also ich nehme an, dann ins Gymi hat wählen, dann hat es am Schluss also schon auch so ein bisschen wieder zurück in das Korsett reingedrängt werden und in die konventionellen Schulstrukturen, denen müssen angeführt werden. Ist das immer noch besser, als wenn es von Anfang an so hat? Also, dass man sagt, ja, also, okay, du hast dafür irgendwie so und so lang, 6 Jahre lang Freiheit gehabt. Am Schluss ist es halt ein bisschen Gewurstel, weil du musst jetzt wieder können in die straffen Strukturen rein, aber wenigstens hast du 5 Jahre Paradies gehabt. Also ich schaue es aus einer ganz anderen Perspektive an, oder? Also schade, dass man das am Ende von dieser Schule muss machen, weil halt offensichtlich der Rest von der Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass man dort könnte weiterfahren, wo sie aufhören. Und ich finde, das ist alles andere als ein Gewurstel, wie sie das machen. Weil was sie ja gecheckt haben dort auch, ist, dass man Kinder, egal wie sie vorbeschult werden, schon auf die abnehmende Geschichte muss vorbereiten. Das machen sie ja auch mit dem Matteo, wo sie anschauen, eben der handwerkliche Teil, dort müssen wir nichts mehr machen, dort bist du top, wo fehlt es dir noch? Also müssen wir dort jetzt noch ein bisschen Gas geben am Ende der Schulzeit, oder? Und beim Übertritt ins Gymnasium ist es genau dasselbe. Und es ist ja immer noch anders, weil sie limitieren ja einfach die Zeit, wo sie sich mit gewissen Themen beschränkt auf 45, beschäftigt auf 45 Minuten, also auf eine Lektionstour. Ich bin ziemlich sicher, dass die Autonomie, mit was dass sie sich beschäftigen, dort immer noch relativ hoch ist. Also, sie wird im letzten Jahr nicht einfach wieder einen Stundenplan haben, der am Montagmorgen um 8 Uhr Deutsch vorsieht, sondern das wird auch anders. Aber man hat angefangen, die äußere Struktur, die im Gymnasium dann anders ist, sie an das zu gewöhnen. Und das ist absolut sinnvoll, dass man das macht, damit sie dort weniger Probleme hat. Aber eben, das ist eigentlich mehr dem geschuldet, dass halt die abnehmenden Schulen mit Kindern, die aus solchen Lernformen kommen, nicht können weiterfahren, weil sonst müsste man es dort ja auch ändern. Ja, ich habe gesagt, gewurschteln. Ich habe allerdings nicht gemeint, sie tun wurschteln, sondern es ist so, dass halt von dem einen Konzept, sie müssen ins andere rein und das gibt es so ein bisschen das sind Welten zwischen diesen Kulturen und da einen Übergang zu finden, das ist sicher nicht ganz einfach und ich finde, das macht es aber gut aus meiner Perspektive. Mhm. Ja. Mhm. Wie funktioniert denn das, wenn man keine Fächer hat und aber zum Beispiel möchte Fremdsprachen lernen? Es ist mir wie so ein bisschen zu wenig übergekommen. Also sie haben einmal in einer Runde Englisch geredet. Ich dachte, ja, das kann es jetzt glaube ich noch nicht sein. Doch, das ist es wahrscheinlich. Und das bringt wahrscheinlich mehr als das, was in den allermeisten Primarschulen gemacht wird, wenn wir ehrlich sind. Also eben über den Sinn und Unsinn von der Fremdsprachen in der Primarschule gibt es ja immer wieder Debatten. Da gibt es auch eindeutige Studienresultate, die aufzeigen, dass die Zeit unter Umständen ein bisschen besser könnte investiert werden, um es mal ein bisschen wertneutral formulieren. Aber
der Punkt ist doch der, wie lernt man eine Sprache? Eine Sprache lernt man vor allem, indem dass man kommuniziert. Also das heisst, was in vielen Schulen stattfindet, nämlich, dass man versucht, einen Wortschatz aufzubauen, mit Wörtli lernen in der Primarschule. Das ist erstens total unattraktiv für Kinder, weil es ist einfach stupides Lernen, sage ich einmal, losgelöst vom Kontext. Wenn man das nicht macht mit dem Ziel, möglichst viel Konversation zu betreiben, dann schiesst man, glaube ich, am Ziel vorbei. Und das habe ich dort, oder alle haben sich in dieser Runde geäussert, es hat sich niemand geschämt, auch einen Fehler zu machen oder so. Und das finde ich, das müsste eigentlich sein. Es ist eine offene Form, wo man einfach diskutiert. Sie haben ja noch Tee getrunken und Guetzli dazu gegessen. Das habe ich eigentlich noch schön gefunden. Es war so ein bisschen Tea-Time gewesen, ein Englische, oder? Und klar, es hat ein Kind drin gehabt, das schon Englisch hat können, weil sie, glaube ich, in Australien oder Neuseeland gelebt hat. Aber es ist ein Miteinander gewesen. Und ich glaube doch, also wenn Fremdsprachenunterricht, dann doch so. Also ich weiß nicht, wie du Fremdsprachenunterricht erlebt hast in der Schule, aber gelehrt habe ich dann am meisten, wenn man hat müssen schwätzen und nicht, wenn man Grammatik büffelt hat oder, ist auch wichtig, zweifellos, aber also für die Kommunikationsfähigkeit und eine Sprache lernst du ja eigentlich zum Kommunizieren, oder? Also es gibt ja keinen anderen Grund, eine Sprache zu lernen, außer dass man in dieser Sprache kommunizieren kann. Dann muss man es aber auch machen. Ein Punkt, wo der Damian Gspunder als erstes aufgeführt hat, gesagt hat, bei uns gibt es keine Noten. Und das Notenthema, das haben wir ja auch schon im einen oder anderen Podcast so ein bisschen angeritzt und aber gewusst, okay, da würden wir jetzt ein Fass aufmachen, wenn wir jetzt würden da darüber reden, das machen wir nicht, wir lassen das zu. Und jetzt ist in dem Film ist der erste Punkt gewesen, es gibt keine Noten. Ich möchte das Fass von wegen Sinn oder Unsinn im Moment gerade nicht aufmachen. Was mir aber aufgefallen ist, es hat irgendwann im Verlauf dieser Zeit zwei Mädchen gegeben, die gesagt haben, sie wollen jetzt gerne Noten haben. Und da habe ich dann so ein bisschen, nicht so recht gewusst, was ich da davon soll halten. Und du erzählst mir jetzt aber bestimmt, warum das so ist. Was meinst du? Ist interessant, oder? Wie viele Kinder in der öffentlichen Schule unter Noten leiden und dass, wenn du keine Noten hast, dass du plötzlich findest, ich möchte mal gerne eine, oder? Jetzt kann man wie, es gibt zwei Aspekte, oder? Der eine Aspekt ist der, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, wo eh permanent bewertet wird und dass das Kind irgendwann mitbekommt und sagt, ja, wenn alle bewertet werden, will ich auch bewertet werden, weil es ist halt ein Feedback. Die Frage ist ja dann, und ich glaube, ausgesehen zu haben, dass die eine ja in dieser Prüfung nicht ganz so gut abgeschnitten hat und dann, wo sie die Fehler gezählt hat, und es sind 17 Fehler gewesen und was das bedeutet für die Note, glaube ich, nicht mehr ganz so Fan gewesen ist von dieser Note wie initial. Also das ist das eine. Und das andere ist halt so ein bisschen die Vergleichbarkeit. Ja, klar, man lebt in einer Leistungsgesellschaft, da misst man sich miteinander. Und eine Note ist ein eindeutiger Wert, wo du kannst sagen, bin ich besser oder bin ich schlechter. Oder? Ich bin nicht sicher, ob sie nach deren Erfahrung mit diesen Noten weitergefahren sind, die Kinder. Oder? Aber das kommt ja auch, nicht mehr darin vor. Also es ist dann einfach kein Thema mehr. Nein, aber das ist ja vielleicht eben noch symptomatisch. Also, und das finde ich auch super, dass sie dort völlig undogmatisch reagiert haben und gesagt haben, eigentlich sehen wir das nicht vor, aber warum sollen sie die Erfahrung nicht machen? Mhm. Also geben wir ihnen eine Möglichkeit, das zu erleben, aber man verbindet es gleichzeitig noch mit einem Auftrag, nämlich, dass sie sich gegenseitig eine Prüfung schreiben und die dann auch bewerten müssen. Und es ist ja schon wieder ein Lernfeld, weil dort merkt man eigentlich dann, vielleicht auch als Kind, wie schwierig das ist, eine Leistung zu bewerten. Also, wie machst du denn die Notenskala? Wo ist der Vierer? Wo ist der Sechser? Und sind lineare Noten wirklich, also ist ein Dreier wirklich genau halb so viel wert wie ein Sechser? Etc., etc., oder? Also, auch die Vergleichbarkeit von Noten, was die Leistung anbelangt, zwischeneinander, also unter den Kindern. Eben, jemand, der einen Sechser hat, hat offensichtlich mehr geleistet als jemand, der einen Fünfer hat. Aber einfach in dieser Prüfung, das sagt nichts darüber aus, wie gut dass er den Stoff verstanden hat. Das sagt nichts darüber aus, wie fest dass er sich Mühe gegeben hat. Also das sind all die Geschichten, die halt mitschwingen. Ich habe es auch total interessant gefunden, dass sie das möchten, die beiden Mädchen. Ich habe cool gefunden, dass sie das zugelassen haben. Mehr kann ich wie nicht dazu sagen, aber eben, ich glaube, die haben ja auch noch Kolleginnen und Kollegen, die in die öffentliche Schule gehen und dort wissen sie ja genau, dass die Noten haben. Hat vielleicht auch noch etwas mit dem zu tun.
Aber ja, du hast es schon angesprochen, oder? Und dann haben sie das gegenseitig korrigiert und dann hast du gesehen, eigentlich ist jede Aufgabe auf dieser einen Seite ja falsch gewesen. Und dann sagt das andere Kind, nein, du hast da 17 Fehler. Und es ist dann wie so, okay, vielleicht ist das gar nicht so cool mit diesen Noten. Und dort hat mir so ein bisschen wie die Weiterführung gefehlt. Also was passiert jetzt, oder? Ist einfach so, ah nein, Noten sind vielleicht gar nicht so cool. Ich glaube, jetzt komm, ich gehe spielen. So. Es ist halt, ich glaube, der Punkt ist der, und das hat mich an dem Doc-Film am meisten gerührt, und das hat halt mit der fehlenden Belohnung und Bestrafung zu tun. Es wird niemand beschämt in dieser Schule. Und das ist ein Moment gewesen, wo die 17 Fehler so offensichtlich auf dem Blatt gestanden sind. Das ist ein Moment von der Scham gewesen, oder? Und das gibt's sonst, so wie ich das wahrnehme, in dieser Schule nicht. Und ich glaube, das ist der grosse Benefit von dieser Schule, dass eben niemand beschämt wird, egal was für eine Leistung das er zeigt. Weil man ein wertvoller Mensch ist, weil man sich anstrengt, etc. etc. Es gibt noch ein anderes gutes Beispiel, da komme ich gerade dazu, das muss ich unbedingt dann noch schnell sagen. Und das hat genau mit dem zu tun. Also, und ich glaube, dort ist wie klar geworden, das tut mir auf eine Art nicht gut, oder? Also, das ist wirklich keine gute Idee gewesen, das mit den Noten und den 17 Fehlern. Es gibt eine andere Szene, wo es die Hühnerleiter bauen, wo der Bub rechnet, 33 durch 15,5, oder? Ja. Und dann kommt einfach eine Stimme aus dem Häusli raus, nein, es ist 16,5. Und was passiert dann? Und das finde ich hochspannend. Der Bub sagt, ah ja, stimmt, danke, übernimmt das und fährt weiter. Was würde in der öffentlichen Schule passieren? Es hätte einen roten Punkt oder ein rotes F neben dem Ding, neben dem Resultat. Das Kind würde am Platz gehen und merke, ich habe einen Fehler gemacht und würde es korrigieren, oder? Eigentlich schon wieder Beschämung. Nicht, dass man das absichtlich macht, aber wie kommt das an bei einem Kind? Fehler gemacht. Der Bub hat auch einen Fehler gemacht, aber die Art und Weise, wie sein Umfeld reagiert, der hat null Problem, das anzunehmen, bedankt sich sogar noch für die Korrektur, weil er gecheckt hat, wenn ich das jetzt falsch mache, dann ist die Hühnerleiterin nicht richtig, oder? Also, und das ist der grosse Unterschied, den ich sehe, zu dem, was man in den meisten anderen Schulen macht. Es gibt keine Beschämung. Ja, ich mag mich ja sehr gut an die Situation erinnern. Das war ja dort mit dem Meter in der Hand. Und nachher ist ja die Stimme von im Stall rausgekommen. Und er gesagt, es stimmt im Fall jetzt im 15, in 16,5. Und dort habe ich dann nur so gedacht, ja, also gut, dass wenn ich dort gerade nicht mehr in dem Hühnerstall gesessen wäre, was wäre dann passiert? Also wär's, also weißt, bei einem Hühnerleiterli ist es ja nicht so schlimm, aber wenn es sonst irgendwie verrutscht oder ich weiß auch nicht, einen Kommafehler machst, kann es ja unter Umständen ja, dann eine doofe Situation geben, sicher, oder? Aber die hätten das gemerkt, weil, oder das Auge merkt ja Millimeterunterschied, das ist nicht das Thema. Also wenn sie jetzt die Sprosse von dieser Hühnerleiter im Abstand von 15,5, dann wäre sie um 2 cm verschoben gewesen, nämlich der 1 cm zu 16,5 und dann gerade das Doppelte nochmal wieder in die andere Richtung verschiebt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Also das heisst, sie hätten das gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hätten. Und, aber das ist ein entscheidender Unterschied. Es hätte dann nicht jemand gesagt, da hast du einen Fehler gemacht, sondern sie hätten es selber gemerkt und hätten gesagt, warum stimmt jetzt das nicht? Und dann hätten sie angefangen, sich überlegen, exekutive Funktionen, hätten sich angefangen zu überlegen, was ist jetzt da schiefgegangen? Und dann hätten sie selber wahrscheinlich gemerkt, dass man es nochmal rechnen muss. Sie hätten vielleicht nochmal gerechnet und hätten dann gemerkt, aha, es ist 16,5. Aber kannst du sicher sein, dass das den nachhaltigeren Effekt hat, als wenn die Lehrperson einen roten Punkt neben das Ding macht und sagt, du musst es nochmal rechnen, ist falsch. 100 pro. Oder? Ein Fehler, den du selber bemerkst und selber kannst nachvollziehen, wie er entstanden ist und nachher selber kannst korrigieren, das ist ein ganz anderer Lernprozess, als wenn einfach von außen die Rückmeldung kommt, es ist falsch. Auf jeden Fall. Es fehlt jetzt noch etwas, und zwar die Belohnung-Bestrafung-Geschichte, wo ich noch jetzt zu diesen vier Themen möchte ansprechen. Und das ist mir noch wichtig, und da gibt es zwei, drei Sachen, wo ich wirklich ganz, ganz schön, manchmal auch irritierend gefunden habe, die ich mit dir gerne anschauen würde. Und zwar ist die Frage dann, die ich mir ganz unmittelbar nach dem Film gestellt habe, geht es wirklich ohne? Oder ist es nicht einfach jetzt ein bisschen euphemistisch gewesen? Weil, wenn jemand sagt, nein, der darf jetzt nicht neben dir sitzen, ist das ja auch eine Form von Bestrafung. Es hat so eine Situation gegeben, da ist
da haben ganz am Anfang, da haben sie geplant und dann ist wieder der Matteo, sind sie im Kreis gesessen und dann ist der Matteo hässig geworden, weil es nicht so gelaufen ist, wie er das hat wollen und er ist gemein gewesen zu einem Mädchen. Ich nehme an, du weißt, was ich raus möchte. Und dann hat der Damian Gsponer hat das ganz gut gemacht, hat ihn dann zu sich geholt, hat das Gespräch geführt mit ihm und hat ihn gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wohl fühlst du dich jetzt? Du hast ja gut angefangen. Also, es ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, wie ich es formuliere, und ein bisschen abgekürzt. Es ist übrigens nach 17 Minuten, falls das jemand will, anschauen. Und der Matteo hat dann gesagt, ich ein Zehni, also das ist das Maximum. Und dann hat gesagt, du bist sicher, der, hat dann der Damian Gsponer gesagt, und heute Morgen in dem Kreis, wie es dort gewesen. Und dann hat er gesagt, ein Achti. Und hat gesagt, als Grund, warum ein Achti, hat er gesagt, weil ich da nicht so gewesen bin, wie ich sonst bin. Der Satz hat mich, das ist der eine Satz, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Von einem Matteo, wo ich das Gefühl hatte, er sei wahnsinnig impulsiv, hat seine Gefühle jetzt nicht so super reguliert, um es mal so zu sagen. Magst du da etwas dazu sagen? Einfach auf die, zu dieser Aussage, weil ich da nicht so gewesen bin, wie ich sonst bin. Fantastisch, oder? Also, ist doch der Hammer. Schon, oder? Okay. Ja, absolut. Und es ist noch interessant, ich habe im Nachgang, also nachdem ich den Film geschaut habe, ja auf LinkedIn einen Post dazu geschrieben und dort hat sich dann jemand in den Kommentaren gemeldet, der scheinbar, Kunst oder so unterrichtet für Kinder, die in Bratsch in die Schule gehen und auch in die öffentliche Schule gehen. Und sie hat dort geschrieben, dass der krasseste Unterschied zwischen diesen Kindern ist die Art und Weise, wie sie ihre eigenen Gefühle können benennen und regulieren, und wie sie mit dem umgehen. Und ja, das hat mich auch fast am meisten berührt an dem Film, weil ich gefunden habe, das ist ein Skill, den die mitbekommen fürs Leben, wo der aber wirklich in jeder Lebenslage irgendetwas bringt. Und das ist, ich meine, dort ist er wahrscheinlich irgendwie 10 gewesen, vielleicht, oder 9, der Matteo. Und, also, metakognitive, krasse Leistung, so etwas zu sagen. Und es wirkt ja authentisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass er dort einfach irgendetwas nachplappert hat, was er mal irgendwo gehört hat, sondern er hat wirklich wahrscheinlich aufgrund von diesen vielen Gesprächen, die man mit ihm geführt hat, also in dieser Schule, ich nehme an, das ist ja nicht das einzige Gespräch gewesen dort, sich wie etwas rausentwickelt hat bei ihm, dass er das kann wahrnehmen und kann benennen. Und das ist also Hammerleistung auf beiden Seiten. Also. Ja, ich habe es eben auch gefunden. Und ich glaube, also ich habe dann gedacht, eigentlich würde es mich noch wundern, der Norbert Wittmer, die müssen Stunden um Stunden um Stunden dort verbracht haben. Weil die Kinder sind ja so natürlich, da hast du ja nicht einmal das Kind irgendwie gesehen, nur schon in die Kamera schauen. Also das ist so wie, die sind dann gar nicht mehr da gewesen. Und darum glaube ich, dass das absolut authentisch ist. Und es hat im Rahmen von dem Gespräch noch etwas anderes gegeben, was ich wirklich total krass gefunden haben. Und zwar, ist es dann darum gegangen, ja, was machst du jetzt mit dem Mädchen? Ich wünsche jetzt aus dieser Situation raus, oder? Und dann hat der Matteo gesagt, ich kann mich nachher, wenn wir, in der Turnstunde sind, kann ich mich go entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Und dann hat der Damian gesprochen und gesagt, ah, das würdest du sogar machen, ehrlich, sogar vor allen anderen. Und dann hat der Matteo gesagt, ja, das würde er machen. Und ich, wo ja eigentlich eher ein skeptischer Mensch bin, habe ich ihm das abgenommen. Also ich habe wirklich gedacht, ja, das macht er und das hat er vor. Und dann sagt der Damian Gsponer zu ihm, ja, und du weißt ja auch, also wenn du das machst, hat das eine Wirkung, weil du bist quasi, er ist ein Alphatier offenbar. Und wenn du das machst, dann können die anderen das wie abschauen und darum bist du so wichtig für uns. Und wo der Satz gefallen ist, habe ich gedacht, es ist so, auf so vielen verschiedenen Ebenen krass. Also ich finde, der Damian Gsponer hat das einfach von A bis Z grossartig gemacht, das Gespräch. Und der Matteo hat das auch von A bis Z grossartig gemacht, alles. Aber ich würde jetzt mal sagen, doch, das läuft schon in eine Belohnung, Bestrafung, Geschichte rein. Also ist das nicht eine Form von einer Belohnung, wenn du sagst, das ist der Grund, warum dass du so wichtig bist für uns. Doch, aber jetzt kommt genau der Unterschied und wir haben den Podcast über Belohnung, Bestrafung leider noch nicht gemacht, sonst könnte man jetzt auf das referenzieren. eben der Artikel, den ich dir mal gegeben habe, glaube zum Lesen, warum wir unsere Kinder nicht loben sollten, dort steht das genau drin. Es ist eben in dem Moment keine Belohnung.
er wird nicht belohnt, sondern er wird geschätzt dafür, was er für menschliche Qualitäten hat. Und das ist nicht das Gleiche, das hat nichts mit Leistung zu tun. Oder? Belohnung und Bestrafung zielt schlussendlich immer in irgendeiner Art auf Leistung. Und da wird ein Mensch dafür wertgeschätzt, was er für charakterliche Qualitäten hat und was er für Gemeinschaft kann beitragen kann. Und das ist nicht eine Belohnung, sondern man sagt ihm, du bist ein wertvolles Individuum. Und das ist das, was Kinder eigentlich müssten hören in so einer Situation. Also was mich an dem so beeindruckt hat, ist, dass er es schafft, der Damian Gsponer, aus einem Entwicklungsfeld von einem Kind ein Rollenmodell zu machen eigentlich. Also, was wäre klassischerweise in so einer Situation in der öffentlichen Schule passiert? Das Kind hätte zu der Schulsozialarbeiterin oder zum Schulsozialarbeiter müssen und man hätte mit ihm das aufgerollt, wie verhält man sich und was ist nicht gut. Also in irgendeiner Art wieder Beschämung und was sie da machen, und das ist wirklich, also das hat mich aus den Socken gehauen. Sie nehmen eine Situation, wo eigentlich völlig nicht erwünscht ist, also dass er so ausfällig wird und ja auch austeilt, also er hat ja in der Situation recht, hat er gesagt, am liebsten würde ich euch jetzt alles schlagen oder so, oder hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Aber das in einem reflexiven Prozess, in einer ruhigen Atmosphäre, also nicht dann, wenn es stattfindet, sondern am Nachmittag, wo alle Emotionen wieder einigermaßen draussen sind, kann aus einer Metaperspektive das eigene Verhalten reflektiert werden. Und dass man ihn nicht beschämt und sagt, es ist nicht gut gewesen, wie du das gemacht hast, jetzt sind jetzt vielleicht Leute verletzt und also es ist schon wieder passiert, Matteo, sondern man sagt, wenn du das kannst machen, die Größe hast, dich da zu entschuldigen, dann hat das einen immensen Effekt auf alle anderen Kinder. Ich meine, das ist der Hammer. Also, ich bin wirklich sprachlos gewesen, als ich das gesehen habe. Ja, also, und ich bis jetzt noch merke ich gerade. Also, ja, das ist wirklich glaube ich, so ein Schlüsselszene. Und ich merke jetzt, ja. Wir haben ja vorher nicht darüber geredet. Aber ich muss vielleicht noch so sagen, also ich bin im Moment gerade in Bangkok und da werde ich auch noch als Weile sein und wo ich aber vom Stefan eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe, nur mit dem Link zu dem Film, nur der Link, bin ich in Korea gewesen und zwar der erste Tag oder so und ich habe glaube so etwas gesagt wie, boah, ich bin jetzt da erst gerade angekommen, ich bin total fertig, ich schaue ihn dann schon an und habe dann aber gemerkt, also wenn der Stefan mir das schickt, dann ist ihm das wichtig und dann habe ich das dann geschaut und bin wirklich auch also es hat mich fast umgehauen. Also wenn der Film ist fantastisch, wirklich, und auf so vielen Ebenen. Und ja, wir haben jetzt nicht darüber, wir reden jetzt das allererste Mal darüber, gerade in dieser Aufnahme, und es ist noch lustig und bezeichnend, dass es für mich als Mutter eben genau so eine offenbar ein wichtiger Schlüssel, ein Schlüsselmoment ist, wie für dich als, natürlich du bist auch Vater, aber eben auch als Schulpsychologe und als Psychologe. Mhm. Ja, und ich kann sagen, der Post auf LinkedIn, der ist ja so ein bisschen für meine Verhältnisse extrem viral gegangen. Also ich habe sonst nicht wahnsinnig viele Impressions, wenn ich auf LinkedIn etwas poste. Der ist brutal ausgeschossen und alle teilen genau die Haltung, oder? Und das, also mit allen Leuten, die ich besetze, und ich nerve jetzt in meinem Umfeld all damit und sage, du musst den Film schauen, insbesondere alle, die irgendwie in einer Schule tätig sind. Aber die Rückmeldung von allen, die ich geschaut habe, ist genau dieselbe, oder? Also die sind alle genauso berührt wie ich, die sind alle auf eine Art auch total desillusioniert und frustriert, wie ich das bin, weil ich wie merke, wie gross der Gap eigentlich ist zwischen dem, was könnte sein, und dem, was ist. Aber ich habe niemanden gefunden, wo der Film ein Zeich gefunden hat. Und das ist ja schon ein Bezeichnung. Ein Doc-Film polarisiert ja oft, weil man dann die eine oder die andere Seite da gesehen hat. Habe ich niemanden gehört, der irgendetwas dagegen gesagt hat. Und dann trifft mir ja schon den Nerv. Also das ist nicht einfach von ungefähr, sondern da haben viele Leute, die die Doc sehen, da klingt etwas an, wo man wie merkt, das wäre schön, wenn das so wäre und es wäre schön, ich hätte können so in die Schule gehen mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Absolut. Aber bevor wir jetzt noch so auf die Meta-Ebene von dem ganzen Thema kommen, würde ich jetzt gleich noch mal schnell gerne in den Film eintauchen und kurz über die Timea reden. Die Timea hat 2017, wo sie den Spielplatz gemacht haben, hat sie gelatscht, weil sie als erstes hat will aufs Schaukeli. Das ist auch ein bisschen so ein Schlüsselmoment gewesen, oder? Wo wir jetzt können sagen, oder so, ja, das ist wieder so ein, das ist sehr, sehr typische Situation, so ein kleines, zartes, feines Mädchen. Das hätte keine andere Möglichkeit
zu kommunizieren als einfach Tränen, weil es etwas will. Aber ich dann mich ja auch so ein bisschen verwünscht habe in der Haltung, ja, aber nur weil du jetzt lädst, vielleicht wollen alle anderen auch zuerst auf das Schaukeli, oder? Ja, genau. Wie beurteilst du die Situation, wie die Timea das gemacht hat? Wo ich übrigens ein sympathisches Mädchen finde. Also ich habe einfach die Situation gefunden, ja, das ist typisch, oder? So das letzte Kind, oder? Und auch wie sie das nachher aufgelöst haben, als Gruppe. Also noch zum Sagen, oder? Ich glaube, du hast gesagt, das ist ein weiterer Schlüsselmoment. Also der Film ist für mich voll mit Schlüsselmomenten. Ja. In 30 Takt etwa. Ja, ist ja interessant. Also das ist ja etwas zutiefst Menschliches. Okay, sie hat das Bedürfnis gehabt in dem Moment und eben ist vielleicht eher so ein bisschen ein zurückgezogenes und ein scheuches Mädchen, wie man es so ein bisschen sieht. Und der Wunsch, mal ganz vorne zu sein, der ist ja völlig verständlich. Und das Interessante ist ja auch da wieder, dass man sie nicht beschämt für das und sagt, jetzt tut dich nicht so blöd oder alle Kinder wollen halt als erstes, musst jetzt nicht so tun, dann müssen wir halt jetzt eine Lösung, müssen wir halt würfeln oder so. Nein, stattdessen macht man es zu einem Gruppenprozess und fängt an, bedürfnisorientiert zu fragen, wer hat eigentlich, und das macht ja die Frau, wer hat eigentlich welches Bedürfnis, wenn es jetzt darum geht, die Schaukel zu bauen. Ihr Bedürfnis ist ja nur als Erste dann draufzuhocken. Aber mit dem, dass man alle anderen Bedürfnisse auch abholt und merkt, ah, die einen wollen vor allem die Schaukel bauen, mit dem Renato zusammen da am Schreiner, und andere wollen das, merkt man, es ist eben möglich, dass sie als Erste auf die Schaukel geht, weil es vielleicht das einzige Mädchen ist, das Bedürfnis hat. Anderen sind andere Bedürfnisse wichtig. Und das ist genau der Unterschied zu dem, wie es halt normalerweise stattfindet, oder? Man versucht in dieser Situation alle Bedürfnisse zu eruieren. Und wenn es jetzt ein anderes Kind gegeben hätte, das auch als Erstes drauf hätte wollen, ja, dann hat man dort auch einen sozialen Prozess in Gang gesetzt, ohne eine Lösung anzubieten als Erwachsene, sondern gesagt, okay, wie lösen wir jetzt das? Weil, sorry, das ist genau das, was in unserer Gesellschaft eigentlich ja stattfindet, permanent. Man hat ein Problem, man setzt sich zusammen und überlegt, wie löst man das Problem. Aber für das, dass man das kann als Erwachsene und reflektiert kann als Erwachsene, muss man Skills haben. Und die Skills, die kann man sich nur aneignen, indem das in einem quasi geführten Prozess, leicht geführten Prozess, sie haben ja nicht wahnsinnig interveniert, halt stattfindet. Und ich finde, sie haben das exemplarisch gut gemacht. Auch die anderen Kinder haben gemerkt, wie wichtig ihr das ist. Und haben ihre eigenen Bedürfnisse aus empathischen Gründen vielleicht zurückgestellt. Und jetzt kann man wie sagen, ja, aber dann, oder, dann steht ja niemand mehr für seine Bedürfnisse und so. Das kann ja sein, glaube ich aber nicht, oder? Wenn das Mädchen immer die Erste würde wollen sein, dann würde das anders aussehen und dann wären die Kinder irgendwann auch nicht mehr bereit, jedes Mal zu sagen, also dann gang du als Erste. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich spezielle Situation gewesen und da sind andere Kinder empathisch genug gewesen, zum merken, wie gross das Bedürfnis für sie ist und ihre dort den Vorrang lassen. Und das ist doch genau eigentlich exemplarisch, wie es müsste laufen, in allen Konflikten, oder? Auch auf Erwachsenenebene, dass man versucht, aufeinander einzugehen und versucht, herauszufinden, wer hat welche Bedürfnisse. Und vielleicht kann man ja alle Bedürfnisse erfüllen. Wir hatten auch den Gabriel gehabt. Der Gabriel, der einfach konsequent Hochdeutsch geredet hat und wo man das Gefühl hat, ich der Gabriel ist Stammer, oder? Ich kann zwar nicht gut rechnen, aber der Gabriel ist ein cooler. Und, nein, und, also, ich sage das jetzt extra ein bisschen plakativ. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, die sie in der Regelschule nicht so geschafft haben und irgendwie sonst noch ein Päckchen zu tragen haben und einfach ein paar Issues haben, die sind dort gut aufgehoben. Und denen geht's wirklich richtig gut. Ich meine, ich wäre ja auch gerne dort in die Schule, oder? Also nur schon, wie das gelegen ist. Aber der Gabriel, bei dem hat man es, ja. Sorry, schnell, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil jede andere Schule würde ächzen unter dem. Weil, oder, unter dem leidet ja heute die öffentliche Schule, dass die Heterogenität so gross ist und dass jeder Klasse irgend, weiss ich, wie viele Kinder hast, die spezielle Bedürfnisse haben. Da komischerweise nicht. Also wenn das wirklich stimmt, wie du jetzt das sagst, man hat ja nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, oder? Sie haben 80 Schülerinnen und Schüler, also man weiss ja nicht, wie heterogen das wirklich ist, aber wenn das stimmt, was du jetzt sagst, dann ist das sehr bemerkenswert, weil das ist der komplette Gegenpart eigentlich zu dem, was ich alltäglich erlebe, nämlich ein Schulsystem, das am Rand ist, wo nach Ressourcen lächzt, und nicht mehr zu Rang kommt genau mit dem. Und wenn sie das schaffen, mit einer anderen Pädagogik, so viele Kinder, die aus dem öffentlichen Schulsystem eigentlich rausgehen und keinen Platz haben, zu vereinen in einer Klasse oder in einem Verband, also das ist dann, die Leistung ist umso höher wertzuschätzen, oder?
Ja, also wissen tue ich es ja nicht. Ich sage nur, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt. Und es ist natürlich so, dass in einer so einer, wie sagt man eigentlich, Regelschule? Oder wie sagt man dieser Schule eigentlich? In Bratsch? Nein, der anderen. Ja, das ist ja, man sagt dem gemeinhin die öffentliche oder die Regelschule. Die öffentliche Schule, gut. Die haben ja natürlich ganz, sie haben ja so ein enges Korsett und ganz, ganz straffe, wie sagt man, Rahmen. Und weil die Schule in Bratsch das ja nicht hat, gibt es wahrscheinlich eben auch die Konflikte nicht. Weil es halt vielleicht schon hat, aber viel weiter gefasst. Und der Gabriel, dort bei ihm hat man ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch als er 2016 oder 2017 schon das erste, die sind ja über 5 Jahre begleitet worden, die paar Kinder, wo man dort genauer porträtiert hat. Er hat so gesagt, ja, es sei ein bisschen angeschissen, er hätte halt immer wieder müssen Sachen wiederholen und es sei dann so ein bisschen langweilig geworden. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, auch spezielle Bedürfnisse, aber andersrum. Und hat dann so gedacht, ja, wie kommt echt er zu Schlag? Also gerade auch im Verbund mit den anderen. Muss so ein Kind wie der Gabriel, wo so ich das Gefühl gehabt, er sei nur kognitiv, ich weiss nicht, ja, sonst gibt es ja noch ganz viele andere Aspekte, ein bisschen voraus, muss der gar nicht speziell beschäftigt werden, wie man das immer sagt, in der Regelschule, ist halt schwierig, man kennt halt niemand und so, sondern nimmt er sich einfach die Aufgabe so, wie wir das Gefühl gehabt haben, hat er es gemacht, in dem Film, wo für ihn adäquat sind, oder kann sogar passieren, dass er sich mit den Sachen beschäftigt, wo er selber weiss, da könnte ich jetzt vielleicht noch ein Defizit haben, weil mich eben niemand auslacht, weil ich so viel Zeit von der Welt habe. Wie beurteilst du das? Und da spreche ich jetzt dich als Psychologe an. Ja, das ist für mich auch schwierig zu sagen, aber was ich das Bezeichnendste an dieser ganzen Situation mit dem Gabriel gefunden habe, ich bin 90 Minuten lang überzeugt gewesen, der wird ins Gymi gehen, oder? Weil das wäre das, was klassischerweise wird passieren. Und was ihn gefragt hat, was er für eine Zukunft sieht, nennt er einen handwerklichen Beruf mit Berufsmaturität, oder? Und das, auch das wieder. Also das ist so, das wäre in der öffentlichen Schule mit grosser Wahrscheinlichkeit völlig anders gespurt und geframed gewesen. Und das ist genau der Punkt. Also der hat offensichtlich genügend Herausforderungen erlebt in seinem Alltag, dass ihm nicht langweilig geworden ist. Der hat sich selber genügend Herausforderungen können geben. Und noch viel besser, er hat eine Welt für sich entdeckt, jenseits vom, ich sag mal, vom kognitiven Lernen, also vom rein schulischen Lernen, nämlich das Handwerk, was unter Umständen in dem Sinne einer Berufsbiografie gar nicht vorgesehen wäre, oder? Und wir haben ja schon mal über das in der allerersten Folge geredet. Bei mir ist das ja genau so gewesen. Also aufgrund von der Noten, die ich kann in der Schule, ist wie klar gewesen beim Berufsberater, du gehst ins Gymi. Warum eigentlich? Also wäre ich nicht mindestens so glücklich geworden, allenfalls in einem handwerklichen Beruf. Und das ist bei mir ja wie offensichtlich kein Thema gewesen. Und das finde ich, also das hat mich gerade noch mal beeindruckt, dass das bei ihm so klar ist, es geht jetzt in eine handwerkliche Richtung. Super cool. Und das ist auch einer von meinen Learnings aus dem ganzen Film, dass ich das Gefühl hatte, oder das Handwerk oder die duale Berufsbildung kommt mit so Schulen wieder viel mehr Auftrieb über, weil Kinder den Wert vom Handwerk und vom mit den Händen arbeiten auch wieder würden erkennen. Ich meine, in der öffentlichen Schule ist das auf ein absolutes Minimum reduziert mittlerweile. Und das ist mega schade, oder? Also in Amerika, wo man an den Highschools am Nachmittag immer Projektunterricht hat, wo du halt irgendwie entweder Sport machst oder aber Auto flickst oder so, oder zumindest früher hat man das so gemacht, das ist bei uns alles nur noch auf ein absolutes Minimum reduziert und da muss man sich ja auch nicht wundern, wenn niemand einen handwerklichen Beruf ergreift. Man hat gar keine Vorstellung davon. Und nochmal zum Gabriel, eben ich, das sind höher begabte Kinder, sind dort sehr unterschiedlich, oder? Es gibt tatsächlich die, wo sich gut selber Herausforderungen können schaffen oder vielleicht auch mit weniger zufrieden sind und nicht unter dem leiden. Und es gibt halt auch das andere. Also, wenn die kognitiv unterfordert sind, wirklich derart gelangweilt sind, dass sie dann auch anfangen zu stören, das kann man nicht pauschal sagen. Aber bei ihm ist es offensichtlich exemplarisch gut gelöst. Er hat ja auch so ein bisschen eine Leader-Rolle, eben dort mit der Hühnerleiter zum Beispiel, dort ist ja er im Lied und er ist aber der Jünger von denen, der dort steht, oder? Und nicht der Älter. Aber auch der andere stört es, oder das andere Mädchen oder der andere Bub stört es überhaupt nicht, dass er, der jünger ist, dort den Lied hat, weil offensichtlich ist das seine Stärke. Und ich glaube, oder die Toleranz für
die Stärken und aber auch die Schwächen vom Gegenüber, das ist auch etwas, was mich da extrem beeindruckt hat. Da darf jedes Kind so sein, wie es ist. Es wird nicht beschämt für das. Es kann seine Stärken ausleben. Es kann an seinen Schwächen arbeiten. Über das Mädchen haben wir auch noch nicht geredet, oder? Das, was lange nicht gelesen hat. Ja, Emily, fantastisch, genau. Oder? Wie ja. sie dann. Mhm. Also, auch dort wieder, oder? Also, sie hat eigentlich vermieden zu lesen, weil sie offensichtlich Mühe gehabt oder das nicht hat wollen lernen. Und was macht man, wo sie intrinsische Motivation entwickelt, macht man sie zur Expertin. Also, das heisst, man setzt sie Kindergartenkind vor, wo ja, und das ist ja das Clevere dran, nicht können lesen und ergo auch nicht checken, ob sie gut oder schlecht liest, sondern einfach froh sind, dass sich jemand mit ihnen abgibt und ihnen etwas vorliest, macht man sie zu, auch da wieder die Schwäche von ihr macht man, oder ihr Entwicklungsfeld macht man eigentlich zu einer Stärke von ihr. Und das ist einfach absolut der Hammer. Also, das habe ich auch, ja. Nein, das habe ich auch ganz grossartig gefunden. Und ich habe es auch gut gefunden. Und das hat, also ich musste ein bisschen grinsen, weil Emily selber hat das ja total durchschaut. Die hat ja schon gewusst, warum dass man sie dort ansetzt. Die hat ja auch gesagt, also ich meine, die könnte ja selber gar nicht lesen. Da bin ich, selbst wenn ich schlecht lese, bin ich immer noch besser, oder? Ja. Und trotzdem hat sie sich aber so dort reingegeben, oder? Ein anderes Kind hätte ja vielleicht können sagen, ja gut, aber ich meine, mit diesen Kegelschülern mache ich doch das nicht, oder? Also sehr, sehr, auch dort habe ich gefunden, ganz grossartig, ja, richtig. Ich bin ziemlich überzeugt, dass in dieser Schule niemand würde sagen, mit diesen Kegelschülern will ich doch nicht. Also, Natürlich nicht. So, nein, klar, aber das ist, aber das ist auch gerade nochmal ein krasser Kontrast halt zu anderen Schulen, oder? Also, dass es eben eine Gemeinschaft ist und man sie auch als solche erlebt. Und nicht einfach, ich bin in meiner Klasse, sondern ich bin Teil von etwas Grossem. Hey, und jetzt kommt das letzte Kind, das noch genauer porträtiert worden ist, das war die Lena gewesen. Und Lena ist ein bisschen unscheinbar, ist dann eben nachher auch in das Kollegium, also offenbar in eine weiterführende Schule, und hat aber, und da habe ich gefunden, jetzt müsst ihr aber aufhören da mit eurem Film, sie hat am Schluss den älteren Menschen von dieser Gemeinschaft, also von dem Dorf nehme ich jetzt mal an, hat sie Digitalunterricht geben, und zwar konkret in Online-Banking. Ich bin fast verreckt, um es mal so zu sagen. Und dort habe ich gefunden, ja, ist jetzt also, man kann es auch übertreiben mit, oder? Nein, also es ist natürlich grossartig, aber also ich fand, ja, was sagst du da dazu, dass man eben quasi wie das umkehrt, dass man die Lena in die Rolle, also sie hat das ja gern gemacht, sie hat das gut gemacht, sie hat auch so ganz eine andere Körperhaltung angenommen, wo sie dort war, aber ist das realistisch? Ja, absolut. Und das ist genau der Punkt. Also man hat einfach in dieser Schule ein anderes Menschenbild. Man betrachtet dort den Schüler nicht als unfertige Wesen, die müssen gebildet werden, sondern man attestiert selbst diesen jungen Kind, dass sie Kompetenzen haben, wo andere Menschen etwas davon lernen können. Und das ist, nein, das, ich finde das exemplarisch, so ist es. Weil, das wissen wir ja selber, irgendwann verlierst du ja in der ganzen technologisierten Welt den Anschluss ein bisschen zu gewissen Technologien. Irgendwann magst du dich auch im Ganzen so damit beschäftigen. Und für die Menschen dort, die ja noch irgendwie wahrscheinlich 20 oder 30 Jahre älter sind als wir, ist wahrscheinlich so etwas wie E-Banking tatsächlich etwas von einem anderen Stern. Und da braucht es ja gar nicht so viel. Aber ein Kind, das ein Interesse hat und sagt, ich schaue mal in dem Programm umeinander, was kann man da eigentlich alles so genau machen? Und die Kinder haben ja genau das, oder? Das ist ja, das habe ich auch in einem anderen Podcast mal gesagt, eigentlich sind wir von Natur aus darauf programmiert, wollen zu lernen und wollen uns Wissen anzueignen. Und dass man das irgendwann aufhört, hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir quasi in Strukturen in der Schule auch reingezwängt werden, und uns das verleidet. Aber die Lernlust, die haben die ja eigentlich an. Wenn man das sein lässt und Kind wirklich explorieren lässt, dann kommen genau solche Sachen raus. Und auch dort wieder eine wunderbar berührende Szene, oder? Weil die alte Frau müsste googlen und merkt, okay, Google gibt Google ein, offensichtlich mit U, und es funktioniert nicht. Und das Kind sagt nebendran null beschämend, sagt einfach, man schreibt es mit O. Mehr sagt sie nicht. Und die andere lacht und sagt, ja, stimmt, ist ja Englisch, oder? Und schreibt es dann, also, ach, wirklich einfach wunderschön. Nein, ich finde, das ist überhaupt nicht unrealistisch, sondern wenn man Kind würde lassen,
Und das siehst du ja abgesehen davon, auch wenn Kinder Vorträge machen, oder? Wenn Kinder in der Primarschule Vorträge machen über ein Thema, das sie selber dürfen wählen, also eins, für das sie brennen. Ich meine, magst du dich noch erinnern, all die Jungs mit den Dinosauriern? Ich meine, oder? Die haben 100.000 verschiedene Dinosaurier können erkennen, aufzählen. Wenn sie gezwungen hättest, das zu lernen, das hätte nie funktioniert. Aber wenn du intrinsisch motiviert bist, aus dir aus motiviert bist, dann eignest du dir Wissen an und wirst irgendwann zum Experten. Und das zeigt man da exemplarisch auf. Ja, und jetzt möchte ich gleich mal noch schnell so ein bisschen auf die Metaebene gehen oder vielleicht auch ein paar organisatorische Sachen mal so ansprechen. Es ist ja aus dem Film schon rausgekommen, dass es, was Bürokratie betrifft, schwierig ist. Dass wir sie haben das gesagt, sie hätten schon so ein bisschen das Gefühl, es werden ihnen auch so ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Haltest du das für möglich, dass man es so, ja, also es ist vielleicht nicht gerade sabotiert oder torpediert, aber dass man es sehr bewusst nicht unterstützt, sagen wir es mal so. Ob ich das für realistisch halte? Ja. Ja. Warum? Ja, das ist ja die gute Frage und auf die habe ich auch keine abschliessende Antwort, weil warum ist Schule eigentlich nicht so? Also man weiß, oder? Also die Studien, wo aufzeigen, wie das Schule müsste sein, damit Kinder möglichst gut profitieren, die sagen, dass seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, das Lernen so müsste stattfinden. Aber warum ist es nicht so? Also weil offensichtlich in unserer Gesellschaft Stakeholder hat, die das Interesse daran haben, dass sich die Schule nicht in die Richtung verändert. Warum? Keine Ahnung. Also was die Motive von diesen Menschen sind, ich weiss es nicht. Ich kann mir kein gutes Motiv vorstellen, außer zu bewahren von dem, was ist. Also, und klar, das ist ja, wenn man würde sagen, Konservativismus ist auch ein Wert, oder? Also das wollen bewahren, was ist, weil man das Gefühl hat, es ist gut, das ist ja okay. Also da bin ich nicht sicher, ob das wirklich okay ist, oder? Und da kommt halt dazu, also ich kann auch etwas dazu sagen, was ich so ein bisschen den Verdacht habe, ist, dass viele Leute, die in der Bildungspolitik sind, wann sind die das letzte Mal in die Schule? Vor 30 Jahren, oder? Und die Schule hat ganz anders ausgesehen hier. Und da sind wir wieder beim Konstruktivismus. Die Art und Weise, wie ich Schule erlebt habe, und wenn ich Schule als gut erlebt habe, dann habe ich vielleicht heute noch das Gefühl, Schule müsste weiterhin wieder so sein, weil dann wären all die Probleme, die wir haben, nicht da. Was man dabei verkennt, ist, dass unsere Gesellschaft total anders aussieht als vor 20, 30 Jahren. Und dass die Art Schule, die man hier gemacht hat, keine Antwort ist mehr auf die Phänomene, die wir heute haben. Das war eine Antwort auf die Phänomene, die man damals hat. Aber heute funktioniert das bis zu einem gewissen Grad nicht mehr. Und da würde ich schon sagen, also Frontalunterricht, und den meine ich nicht, oder? Also, dass es, habe ich glaube schon bei den exekutiven Funktionen gesagt, dass es für gewisse Kinder in gewissen Momenten sinnvoll ist, Frontalunterricht zu machen, anstatt diesen offenen Situationen, völlig einverstanden. Nur eben, wie man sieht, da, wenn es permanent offen ist, entsteht eine ganz andere Dynamik und da kann man auch anders die Gruppenprozesse steuern, als wenn man nur ab und zu offen ist, oder? Also offene Lernformen ab und zu einsetzt, dann ist es halt etwas anderes, als wenn man die permanent einsetzt. Ich weiss nicht, was die Leute, nochmal, also es muss eine gewisse, eben, es muss Leute geben, wo davon profitieren, dass es sich nicht verändert. Warum? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, auf gut Deutsch gesagt. Die Schule in Bratsches ist eine Privatschule und kostet pro Kind pro Monat zwischen 275 und 1250 Franken. Die Schule wird unterstützt von auch verschiedenen Firmen und von der Gemeinde Gampel. Was kostet denn ein Kind pro Monat in einer regulären Schule? Weißt du das? Nein, keine Ahnung. Also weißt du, ich weiss, dass es Pauschalen gibt, wo der Kanton, also in dem Kanton, wo ich Schulpsychologe bin, zahlt der Kanton, der Gemeinde pro Schulkind eine Pauschale. Aber aufs Jahr raus, aber die, keine Ahnung, also die wird nie die 10.000 oder die 15.000 Franken sein, wo da ein Kind kostet, wenn du den vollen Betrag zahlst. Oder? Aber dort auch wieder, warum gibt man denen, sie haben ja wollen eine öffentliche Schule sein und warum? Weil sie gefunden haben, es ist sozial ungerecht,
wenn nur die Leute können profitieren, die Geld haben, oder? Und dass man diesen Gedanken nicht unterstützt, das kann ich gerade nochmal nicht verstehen, oder? Umso schöner, dass sie ein gestaffeltes System haben und sie sagen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Eltern zahlen, was sie können. Nicht, wir schauen die Steuerrechnung an und prüfen, wie viel das sie zahlen, sondern die Eltern zahlen so viel, wie ihnen die Schule wert ist. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man einfach sozial gestaffelte Tarife hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die mehr zahlen, als sie müssten, weil sie merken, wie gut das ihren Kind tut. Ja, es hätte mich einfach noch Wunder genommen, weißt du, im Vergleich, oder? Wie dann die Kosten sind. Ich kann noch etwas dazu sagen, Entschuldigung. Ja. Wenn du natürlich 2000 Schulkinder hast, kannst du natürlich die Kosten anders generieren, als wenn du 50 Schulkinder hast. Das ist ja klar, oder? Also wenn du für 2000 Kinder kannst Bleistift einkaufen, kostet das wahrscheinlich massiv weniger, als wenn du für 50 Kinder musst Bleistift einkaufen. Und von dem her sind die Kosten natürlich auch nicht ganz vergleichbar. Aber wenn du ein bisschen recherchieren, wie viel das Privatschulen sonst so kostet, also da gibt es dann Beträge, die weit höher sind als die 1200. Ja, das absolut, weil ich habe nämlich auch schon recherchiert, dass ich weiss, dass noch, und gerade bei den Internationalen wird es noch ganz verrückt. Hast du mitbekommen, also mit dem Porträt, dem Film, da wird vor allem Damian Gsponer porträtiert und Natascha Würsten, sie sind die zwei Lehrer. Hast du mitbekommen, wie viele Lehrpersonen das an dieser Schule arbeiten, hast du auch nicht mitbekommen? Nein, das fände ich auch noch interessant, oder? Weil eben, in der öffentlichen Schule ruft man ja immer nach mehr Ressourcen. Mir ist auch nicht klar geworden, wer ist eigentlich Heilpädagogin dort oder Heilpädagog. Also, und das finde ich auch noch schön, oder? Weil das heisst, es ist so organisch, dass nicht jemand in die Klasse hineinkommt und quasi den Status von der Heilpädagogin hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die alle heilpädagogisch ausgebildet sind. Aber nein, das habe ich mich auch gefragt, weil das wäre ja noch interessant. Ich meine, mit 17 Schülern kannst du das zweite wahrscheinlich verstehen. Mit 70 oder 80 Schülern natürlich nicht mehr. Das ist eine von meinen offenen Fragen. Genau, angefangen haben sie mit 17 Schülern, 2022 sind es 80 Schüler gewesen und das ist ja noch spannend, Warteliste von über 100 Kindern, oder? Im 2022. Man stellt sich vor, das Dorf, das ist so ab vom Schuss, oder? Also das heisst, die Leute sind dort angezogen und setzen ihre Kinder dort auf eine Warteliste, nicht in Zürich in einem anderen Quartier, sondern im Gückrügü aussen, oder? Und das finde ich schon auch noch bezeichnend. Oder? Genau, wir reden vom Oberwallis. Also, genau. Entschuldigung, kann ich nicht als Gückrügü bezeichnen. Aber eben, Bratsch ist im Oberwallis und die haben natürlich auch eine Abwanderung von jüngeren Leuten mit Kindern. Wäre so ein Projekt im Kanton Zürich oder Aargau oder irgendwo bei uns im Unterland mit einer höheren Einwohnerdichte, wäre das machbar? Das habe ich mich auch gefragt. Über was wir noch nicht geredet haben, ist ja das generationenübergreifende Lernen. Wir haben es nur von einer Perspektive betrachtet, aber die andere Perspektive, dass die Pensionierten in dem Dorf den Kind lernen, wie dass man Herdöpfel pflanzt und wie dass man einen Garten bestellt. Über das haben wir noch nicht geredet und dass die wieder eine Aufgabe haben und sozial weniger isoliert sind und etc. Ich glaube, das wäre auch in einem Quartier möglich, weil du hast auch dort alte Leute, die einsam sind und die gern würden irgendwo wieder partizipieren und Freude hätten, wenn sie etwas könnten beitragen. Ich bin ziemlich sicher, dass es würde funktionieren, aber es müssten einerseits kleine Schuleinheiten sein. Also es kann nicht ein Schulhaus irgendwie mit 300 Schülern sein. Ich glaube, das wäre wie organisch, würde es das nicht gehen. Und das andere ist das, und da dringt jetzt vielleicht mein Kulturpessimismus ein bisschen durch, wo ich mich gefragt habe, ja, wie könnte man denn die öffentliche Schule zu so Schulen machen? Und meine Antwort dort, die ich für mich gefunden habe, ist gar nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Nicht, was möglich ist. Also ich habe das Gefühl, wenn man das machen will, müsste man sagen, an einem Tag X, wir fangen komplett neu an. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das soll die Transformation von einer bestehenden Schule dorthin soll stattfinden. Das ist für mich extrem. Aber vielleicht bin ich da einfach unvisionär. Die Frage würde ich gerne Damian Gsponer stellen. weil wenn er dort eine Antwort hat, also ich wäre mega happy, wenn ich dort eine Antwort würde bekommen, weil dann würde ich nämlich meine zukünftige Tätigkeit noch mehr in das Feld ausrichten,
was ich ja eigentlich jetzt schon mache, oder? Also das humanistische Bildungsideal, nämlich fit werden für das Leben und nicht fürs Berufsleben, das ist eh mein grösster Motor, im Bildungssektor tätig zu sein. Und wenn er da eine Antwort hätte, ich wäre happy, ich würde noch mehr in die Waagschale rühren für das. Gibt's? Okay, wir sagen, nein, das funktioniert realistischerweise vermutlich eher nicht. Aber was kann dann eine Regelschule, wenn sie jetzt so bleibt, wie sie jetzt ist, kann sie trotzdem etwas da mitnehmen, partiell, rausnehmen und sagen, das könnten wir trotzdem übernehmen? Ja, man könnte extrem viel rausnehmen. Die Frage ist, hat man das Interesse? Und die Frage ist, hat man das Menschenbild, das dabei hilft? Weil das ist so eine, also ich glaube, das verkennt man vielleicht ein bisschen, aber das ist so eine radikal andere Art, Schule zu betreiben. Nicht nur didaktisch und pädagogisch, sondern auch vom Mindset her, also vom Menschenbild her. Und es ist eben nicht von ungefähr, und das kriege ich ja der öffentlichen Schule, und das habe ich ja auch schon gesagt, in den pädagogischen Konzepten, die entwickelt werden, die nicht abgeglichen sind mit Entwicklungspsychologie, kriege ich der öffentlichen Schule ja immer wieder an. Was in dieser Schule stattfindet, ist absolut abgeglichen mit Entwicklungspsychologie. Also ich als Psychologe merke aus der Art und Weise, wie dort geschaffen wird, raus, dass man sich intensivst mit Entwicklungspsychologie beschäftigt hat und generell mit psychologischen Phänomenen, mit Gruppenphänomenen, also mit sozialen Phänomenen etc. etc. Und das ist ja sowieso etwas, wo ich sage, dorthin müsste man eigentlich, man müsste wieder näher an den Mensch gehen, und das bedeutet auch zu wissen, wie funktioniert der Mensch eigentlich, was kann er nicht. Und der Mensch kann sehr viel, aber heute verlangt man in der Schule vieles von ihm, was er eben zu dem Zeitpunkt noch nicht kann. Aber er könnte viel anders, könnte er. Aber das wird wie nicht gefragt. Und das sieht man ja in Bratsch exemplarisch. Also, dass schon kleinere Kinder können, ältere Leute etwas unterrichten. Völlig klar. Aber das findet halt wie nicht statt. Oder? Also, es braucht ein anderes Mindset. Es braucht ein anderes Menschenbild. Und es braucht schon, also, das ist auch eine andere Pädagogik. Und die Gleichwürdigkeit, wo wir bei den Erziehungsstil davon geredet haben, oder? Die ist da absolut gelebt. Sie sagen der Lehrer ja du. Also, und das ist für mich auch nochmal so ein Faktor, oder? Also es gibt da keins oben und unten, sondern es gibt ein Miteinander. Auf gleicher Ebene. Natürlich haben die Erwachsenen die Verantwortung, aber die nehmen sie auf eine Art und Weise wahr, dass für Kind nicht klar, also klar ist, da ist nicht jemand autoritär, einfach weil er älter ist. Sondern es ist ein Miteinander. Da sind wir eben wieder bei der Gleichwürdigkeit. Und ein Stichwort, das ich vorher noch eigentlich mal ganz kurz noch daran gedacht habe, ist, es gibt ja keine Kollektivbestrafung. Und da sind, glaube ich, auch alle froh. Und das ist auch wirklich auch etwas, wo völlig gaga ist und wo bei uns immer wieder vorkommt und wo wirklich, ja, nicht gut ist. Gibt's von deiner Seite auch Kritikpunkte? Gibt's irgendetwas, wo du sagst, ja, da können wir jetzt noch dran arbeiten? Also ich bin so geflasht gewesen, dass das für mich noch schwierig ist. Nein, also im Moment nicht, klar. Also ich würde mich noch länger mit dieser Schule beschäftigen und eben, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht auch mal hospitieren oder vielleicht mal noch ein Gespräch suchen mit dem Damian Gsponer. In den ersten Moment nicht. Ich bin sicher, auch diese Schule hat Entwicklungsfelder. Eben, mich nimmt zum Beispiel auch Wunder, ob es das wirklich noch so durchziehen könnte, jetzt mit 80 Kindern im Vergleich zu mit 17 Kindern. Also ob das immer noch repräsentativ ist, was man in dem Film sieht aus dem Jahr 2017 für heute. Nein, aber ganz ehrlich, und das klingt jetzt wie eine Lobhudelei, aber ich habe nichts gefunden, was mich gestört hätte daran, oder wo ich gefunden hätte, das könnte man anders machen. Die Frage ist ja, was hat man für einen Anspruch, oder? Also ja, dass die einen Kinder irgendwie mit 10 immer noch mit den Fingern rechnen, ist mir in den ersten Moment, bin ich dort auch ein bisschen irritiert gewesen. Aber es ist ja eben die Frage, was hat man für einen Anspruch? Und wenn der Anspruch nicht ist, aus jedem Kind das Letzte rauszupressen, sondern ihm quasi eine Spur vorzugeben für einen Lebensweg, was kann glücklich werden drin und seine Erfüllung findet, dann ist es vielleicht nicht so wahnsinnig zentral, ob ich in der Mathe wirklich alles begriffen habe und das Letzte gelernt habe, was man nachher lernen kann, sondern dass ich das mitnehme, was für meinen Lebensweg entscheidend ist. Und
Ja, eben, dann ist es eine Frage von den Ansprüchen, oder? Die kann sein, sie erreichen ja das Lernziel, das ist ja auch noch schön, das sieht man ja auch, oder? Sie müssen ja die Lern, also das wird ihnen aufoktroyiert, mit einem Inspektor, also das heisst, es kommt einer schauen, ob sie die Prüfungen korrekt machen, die allen anderen Privatschulen finden das offensichtlich nicht statt, denen vertraut man ihnen nicht, oder? Umso cooler habe ich es gefunden, dass das eben dann also objektiviert sie die Lernziele erreichen und mit dem Inspektor dort. Ja, sie erreichen das Lernziel. Könnte sein, dass gewisse Kinder dort das Lernziel noch ein bisschen besser könnten erreichen? Vielleicht. Aber die Frage ist, ist das der Anspruch, den wir haben müssen? Und jetzt steht nicht genau aus dem Anspruch so viel Leid in unserem Schulsystem, dass man es gescheiter wird sein lassen. Wir sind am Schluss von unserem Gespräch. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du möchtest zu dem Thema sagen? Ja, schauen. Unbedingt. Ja, also, wir werden verlinken, oder? Also. Genau. Also, wir werden den Film auf jeden Fall verlinken. Und ich glaube, es ist wirklich ein Film für alle. Also, von Schülern bis zu Grosseltern. Wie unser Podcast ja auch. Ansonsten gibt es sonst noch etwas. Ja, also ich habe mittlerweile schon dreimal geschaut, innerhalb von einer Woche. Also okay. Wenn irgendjemand da aussen Leute kennt, die an PHs arbeiten, die in der Politik sind und sich mit Bildungspolitik beschäftigen, dann empfehlen ihnen doch den Film. Stefan, ich danke dir ganz vielmal für das Gespräch und die Ausführungen und allen Hörern auch fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich möchte aber ganz am Schluss ich möchte etwas schliessen, und zwar mit einer Rückblende zum Sommer 2015. Da ist der Damian Gsponer interviewt worden. Und er sagt da, wenn wir heute von den Kindern nur den Kopf ausbilden und das Herz nicht, dann treffen die in 40 Jahren Entscheidungen nur mit dem Kopf und nicht mit dem Herz. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, ein Mail schreiben auf info@raisedwithlove.ch oder auf YouTube gerade direkt unter der Folge.